Ja, liebe Zuschauer, hier stehen wir vor dem Lügenzelt. Das Lügenzelt ist dafür aufgebaut, dass das deutsche Volk weiterhin belogen und betrogen werden kann. Es gibt in Deutschland einfach ganz wenig Fälle von Covid-19. Covid-19 war wesentlich schwächer als Covid-17 und trotzdem wird hier ein Riesenzelt aufgebaut. Das deutsche Volk verarscht von vorne bis hinten und wir sind hier von der Presse und wir dürfen filmen. Und deswegen ist es. Wir hier fahren Autos rein und. Ja, ich stehe. Wenn sobald ein Auto kommt, bin ich sofort weg. Na, bitte vorher. Und natürlich möchte man hier den Andrang hier suggerieren, dass es hier einen Andrang gibt. Gibt es aber keinen Andrang. Ich bin natürlich sehr höflich. Sobald ein Auto kommt, bin ich sofort wieder weg. Inzwischen hat man in Australien schon den kompletten Kontinent eingesperrt. Man beraubt diesem australischen Volk das komplette Recht auf Freiheit. Man sperrt sie ein, man verhängt auf sie den Ausnahmezustand ohne Grund. Und das wird uns hier auch bald blühen, wenn wir hier nicht aufpassen, dass der Faschismus immer weiter von sich greift. Der Faschismus, wie er hier von diesem Zelt aus ausgeht, wird vorgetragen durch ein paar Ordner und eben ein paar Ärzte. Ein paar Ärzte, die und dann eben auch, muss man sagen, interessanterweise, hat ja die Frau Saskia Esken gesagt, man kann die Corona-Zweifler, die Zweifler an dieser Plandemie, man darf sie auch Covidioten nennen. Das heißt, im Umkehrschluss, jeder Mensch darf Covidiot genannt werden. Also wenn dann nur Idiot angehängt ist, dann ist es schon quasi möglich, sowas zu sagen. Also sind hier die Ordidioten und die Ärztidioten dabei. Ich bitte das zu bemerken, hier vorne Ärztidioten und Ordidioten. Ist nicht justiziabel, weil Frau Esken das halt durchgesetzt hat mit ihrer großen Macht bei der Legislativen, bei der Judikativen. Entschuldigung, bei der Judikativen. Nochmal ein kleiner Blick auf unsere Ärztidioten. Seid ihr alles Ärztidioten? Schauen wir mal auf die Ärztidioten. Im Unterschied zu den Covid-Idioten gibt es eben auch Ärztidioten. Grüß Gott. Ja, hier sind also die Ordidioten, die Ärztidioten und streiten sich mit den Covid-Idioten. Ich darf ja als Covid-Idiot bezeichnet werden, laut Frau Esken. Und hier im Hintergrund sind Journalidioten vielleicht, weiß man nicht. Oder sind sie Journalisten, weiß ich nicht. Oder sind sie auch Covid-Idioten, weiß ich nicht. Polizei ist schon im Anmarsch. Wahrscheinlich wollen sie jetzt mich gleich kontrollieren, was ich hier so tue, was ich hier so treibe. Polizei im Anmarsch, ja. Hier die Presse ist dabei zu interviewen. Wir haben im Rückblick das Zelt, das Lügenzelt ist aufgebaut. Das Lügenzelt, das Australien schon so weit gebracht hat, dass es eben den totalen Lockdown geschaffen hat. Alle Leute in Australien werden eingesperrt, haben Sie schon gehört? Australien hat den Lockdown? Ist es Ihnen schon bewusst? Kurz auf zu filmen. Wieso? Ich bin Journalist, ich darf filmen. Wenn sie nicht passt, müssen sie dann die Polizei rufen, weil Pressegesetz ist Pressegesetz. Diese Journalisten dort dürfen auch filmen, oder nicht? Aber nicht da vorne, wo sie jetzt gerade waren, da dürfen sie nicht. Ich bin auf öffentlichem Grund, oder? Ich hab ihren Grund gar nicht betreten. Also, solange ich auf öffentlichem Grund bin, darf ich filmen, ich darf mich filmen, ich darf sie filmen. Ich bin Journalist, ich filme natürlich, was hier stattfindet. Das ist ja im Interesse. Sie filmen ja, hier wird ja auch gefilmt. Wo ist hier der Unterschied? Wo ist hier der Unterschied? Haben Sie irgendwas Schriftliches? Nein, haben Sie wahrscheinlich nicht. Ich habe einen Presseausweis und den zeige ich der Polizei. Wenn Sie wollen, dann müssen Sie jetzt die Polizei rufen, dann hole ich die Presse. Hören Sie mal auf zum Filmen, bitte. Wieso?
mich. Hören Sie mal bitte auf zu filmen. Das ist gerade sehr interessant. Jetzt kommt auch noch die Polizei. Ja, sehr gut. Also dann zeige ich jetzt Ihnen meinen Presseausweis.